Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, Freunde von Herz, Seele, Ball. Das war ja ein richtiger Frühlingstag heute. Hier bei mir am Horizont geht die Sonne unter. Es war schön. Ich hatte es gesagt, natürlich gibt es immer noch täglich irgendwelche guten oder schlechten Schalke-Gags und einen davon wollte ich euch nochmal vorstellen. Die restlichen Spiele von Schalke 04 werden angeblich von Servus TV übertragen. Servus TV würde sich die Finger danach lecken, weil ich bin sicher, wenn man das im frei empfangbaren Fernsehen machen könnte und Servus TV ist frei empfangbares Fernsehen, da würden immer noch 600.000, 700.000 zugucken. Die einen, weil sie sehen wollen, wie Schalke absteigt. Und die anderen sozusagen, ja, mit nostalgischen Gefühlen. Das ist Schalke gewesen. Und jetzt sind sie bald in der zweiten Liga. Gut, also das, bitte, hast du es eingeblendet, Martin, dieses kleine Bild, was da geschickt wurde. So, jetzt, das fand ich toll, weil Impfen ist ja das große Thema. Überhaupt ein komischer Tag. Also, da hat die Kanzlerin sich dann entschuldigt. Ich fand das toll. Da musst du auch erstmal die Kraft haben, dich für den Deutschen Bundestag und vor Millionen von Menschen stellen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Wer kann das? Ich kann es ganz gut. Aber wahrscheinlich, weil ich andauernd Fehler mache. So, Impfung, das war mein Ansatz. Also hier gibt es den ersten geimpften Fußballer. Oh, liegt da am Boden, windet sich. Ja, Fußballer sind halt so, mein Gott. Aber ich muss immer sagen, ich habe da auch mal ein blödes Erlebnis gehabt. Das war ein Spiel von Rot-Weiß Aalen, damals zweite Liga, ich weiß gar nicht gegen wen. Und ein Aalener Spieler, ja, ich empfand so ein harmloses Foul, der springt 3 Meter hoch und schreit. Und ich sage, große schauspielerische Leistung und Diagnose war Schienbeinbruch. Also da kann man sich vorstellen, wie die Leute darauf reagiert haben. Dann kam tatsächlich so eine halbe Stunde später jemand von hinten, wo ich saß und, ja, von wegen schauspielerische Glanzleistung, Schienbeinbruch, Sie Idiot. Aber ich will damit auch nur sagen, man muss vorsichtig sein, selbst in diesen Dingen. Aber es stimmt, Fußballer sind schon mal wehleidig, um es so zu sagen. Ja, jetzt kommt unsere kleine Formel-1-Werbung. Es geht immer mehr auf den Start der Formel 1 zu. Und dann erzähle ich euch, wie ich einen der größten Formel-1-Moderatoren der letzten 25 Jahre entdeckt habe. Kommt gleich nach der Werbung, aber die ist für Sky. Die Formel 1 geht endlich los am 28. März. Mit mir, Mick Schumacher auf der Strecke, mit Sky daneben und mit euch vor dem Bildschirm. Es ist nur einmal live. Verpasst es nicht. Alle Rennen live, exklusiv auf Sky, ohne Werbebreaks, für 17,50 im Monat. Jetzt einsteigen auf sky.de. So, die Motoren sind aus und Kai Ebel, der jetzt gerade bei Let's Dance mit wahnsinnigen Leistungen brilliert, der kam irgendwann mal bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zu mir. Da haben wir am Hilton Hotel in Düsseldorf und in München produziert und da hatten wir so einen Wohnwagen stehen und dann kam Kai Ebel und sagte, ich würde gerne zum Fernsehen, was muss man da tun? Und wir lebten in diesem kleinen Wohnwagen da, also diejenigen, die es produziert haben und es sah grauenhaft aus in dem Wohnwagen. Und das Erste, was ich gesagt habe, ja, wenn Sie zum Fernsehen wollen, dann müssen Sie jetzt erstmal den Wohnwagen aufräumen. Und was soll ich euch sagen, Kai räumte den Wohnwagen auf. Hat er gut gemacht. Und dann habe ich gesagt, so junger Mann, in diesem Augenblick habe ich natürlich keinen Job für Sie und auch noch keine Zeit. Aber kommen Sie doch mal in ein paar Wochen zu mir nach Köln ins Büro und dann schauen wir mal, was da so geht. Und ein paar Wochen später kam Kai, so ein blaues Auge, wirklich komplett blaues Auge. Ich dachte, oh Gott. Und er erklärte mir, dass er Boxen trainieren würde und da ist es passiert. Das stimmt auch, so war es, aber es war mir natürlich auch im ersten Moment suspekt. Da habe ich gedacht, oh, ein bisschen verrückt ist er, aber den nehmen wir. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich ihn beim Fußballspiel mal eingesetzt hatte, beim sogenannten Fuji Cup in Herne war das. Da musste er Fußballer interviewen, spontan. Und das war schlecht, das war wirklich schlecht, aber es war sein erster Einsatz auf diesem Sektor. Und dann habe ich ihm gesagt, Fehleinschätzung, junger Mann, Sie sind kein Mann fürs On, also keiner, der als Moderator irgendwie tätig werden könnte. Ich habe mich selten geirrt, aber dann kam die große Zeit von Kai Ebel in der Formel 1
Und man kann ihn nicht mögen, viele mögen ihn, es ist wenigstens jemand, der polarisiert. Er ist eine ganz große Nummer gewesen. So, U21-Europameisterschaft heute Abend, Deutschland gegen Ungarn. Also der Podcast für Donnerstag ist natürlich wie immer am Mittwochabend entstanden. Und bitte schaut vorbei bei Instagram und bei Facebook. Und ein Like wäre nicht schlecht. Wir lieben es. Wir lieben es, wenn ihr uns da liked. In diesem Sinne, es war auch wieder mal so ein bisschen was anderes als sonst. Ne? Ja, bis morgen, wie immer. Tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.